Ja, hallo liebe Sportwettenfreunde, hier ist wieder euer Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy und ich wurde in einem Kommentar gefragt, ob ich denn nicht einmal meine Wetten herzeigen könnte, die ich immer so gespielt habe, ob ich das zuschicken könnte. Ich habe mir gedacht, ich mache dafür jetzt ein Video, um euch einmal zu zeigen, wie ich das immer früher gemacht habe. Ich habe natürlich hier immer sehr viel Buch geführt und das möchte ich euch in diesem Video ein wenig zeigen. So, ja, ich zeige euch einmal hier, das ist meine Mappe, die ich immer geführt habe, wenn ich zum Beispiel Betfair Trading betrieben habe. Das sind jetzt da in etwa 20.000 Zeilen enthalten. Also man sieht hier wirklich sehr, sehr viele Blätter. Das sind immer so Abrechnungen, die ich von, ja, von Betfair zu den Zeiten, wo Betfair noch gegangen ist, mir eben ausgedruckt habe. Ich zoome mal ein bisschen hier dazu, vielleicht sieht man das jetzt auch hier. Und man muss einfach auch sagen, ich betreibe ja Sportwetten etwas anders als die meisten. So wie hier zum Beispiel war mein Gewinn und Verlust hier bei. Also 6.900, was über die Wettbörse zum Beispiel gekommen ist. Nur bei mir ist es halt auch so, man sieht das auch hier. Das sind zum Beispiel alles Wettzettel. Zum Beispiel hier ist der Pack von allen gewonnenen Scheinen. Da habe ich alle gewonnenen gesammelt. Dann habe ich hier einen richtigen Pack, nur verlorene Wettscheine. Und das ist jetzt dann nur so ein kleiner Auszug von meiner bisherigen Karriere mit Sportwetten. Ich war zum Beispiel immer darauf ausgehend, dass ich Quotenfehler oder Value-Quoten in dem Sinn gesucht habe und die dann mit der Wettbörse gegengespielt habe ich. Ich habe schon einmal ein Video dazu gebracht mit einem Beispiel. Ihr könnt das oben in der Infokarte noch einmal anschauen. Und ja, und das habe ich eben wirklich im großen Stil jahrelang gemacht. Und hier ist zum Beispiel eben, wie gesagt, die komplette Auswertung von all den Wetten, die ich eben auf Betfair gemacht habe. Und das hat dann immer unterschiedliche Resultate gehabt. Aber unterm Strich, wenn man eben diese ganzen Auswertungen hernimmt über diesen Zeitraum, konnte ich eben alleine nur das, was ihr hier seht, das hat einen Wert von über 100.000 Euro Profit, was ich eben mit Sportwetten bis jetzt gemacht habe. Und ja, so viel zu der User-Frage. Und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit euren Sportwetten und bis bald.